Und hier haben wir Katharine Merling, die Juryvorsitzende. Und erstmal ein großes Kompliment für die Bühnenmoderation heute, für die Showmoderation. Und meine Frage ist, unter welchen Kriterien wählt diese Jury solche Talente aus und wie schwer war das? Das war nicht leicht, weil das Niveau sehr hoch war von den Studenten und von den Teilnehmern. Und mein Kriterium ist das Gesamtkunstwerk, eine Persönlichkeit, eine außergewöhnliche Stimme mit einem interessanten Timbre, Schauspiel und Tanz zu kombinieren. Und die Ausstrahlung finde ich sehr, sehr wichtig. Und wir hatten so tolle Preisträger, wir haben so tolle Leute gefunden, ich bin ganz stolz. Und wie hat es Ihnen persönlich jetzt gefallen oder was hat Ihnen am besten gefallen? Also ein Favorit? Kann ich nicht sagen, ich finde die alle ganz toll. Aber was mir gefällt, ist, dass die nochmal so aufgeblüht sind. Die haben nochmal heute beim Konzert eins draufgesetzt. Die waren nochmal energetischer und haben sich noch mehr geöffnet dem Publikum und haben das auch, glaube ich, sehr genossen, auf dieser großen Bühne zu stehen. Genau, Sie hatten ja diese Finalrunden gehabt und jetzt konnten Sie sich praktisch präsentieren. Das haben Sie natürlich gezeigt. Ne? Ja. Das war es eigentlich schon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend für heute. Ja. Und bis vielleicht das nächste Mal. Die nächste Künstlerin steht neben mir und das ist die Paula Skorupa. Ja, wie bist du hier zum Friedrichstadtpalast gekommen? Beschreib doch mal ein bisschen den Weg des Bundeswettbewerbs. Ja, der Weg war, dass ich gedacht habe, ich möchte das einfach mal probieren. Dabei sein ist alles und habe da wirklich in sehr kurzer Zeit versucht, viele Lieder einzustudieren, was ein bisschen stressig war. Und ja, lustigerweise ist ja jetzt ein Lied ausgewählt worden, wo ich überhaupt nicht singe. Aber ich wollte einfach hier mitmachen und dann... Was hast du denn heute dargeboten überhaupt? Ich habe heute dargeboten Toothbrush, im Original Toothbrush von Pieker und Eichhorn, ein sehr tolles Kabarett-Duo. Also so die Nummer 1 gerade, glaube ich. Es waren ja auch 3 Songs im Programm, 3 Nummern. Und der ist ja auch in der Jury gewesen. Also, und den muss ich auch jetzt heute noch suchen und ihm meine Ehrerbietung. Gut, das war es eigentlich schon ganz kurz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Interview. Ne? Danke. Wir haben jetzt die nächste Künstlerin, einer der jungen Talente hier, Maria Danae Bansen. Und nun sind wir ja hier im Friedrichstadtpalast. Wir hatten dich ja schon vorher interviewt. Was für ein Gefühl? Super, überwältigend, toll, ich bin glücklich. Was hast du denn heute dargeboten? Ich habe Fame dargeboten mit einem eigenen Text und Steppt die Sorgen davon. Wie bist du denn so hierher gekommen zum Friedrichstadtpalast? Was musste man alles absolvieren? Also den Verlauf des Bundeswettbewerbs so. Naja, erstmal sich anmelden, dann ganz viel vorbereiten mit Adam Benz wie meinem Pianisten und dann einfach die Runden bewältigen. Was machst du jetzt so beruflich nach dem Bundeswettbewerb? Noch nichts. Also wir spielen momentan in einer Kölner Oper, Stimmen im Kopf. Das ist aber noch ein Uni-Projekt und ich studiere halt noch weiter bis Ende Juli nächstes Jahr. Sehr schön. Vielleicht noch was, was Schönes, was dir heute besonders gut gefallen hat am heutigen Abend? Alles? Alles. War wunderbar. Alles rund. Ne? So soll es auch sein. Ja, dann habe ich jetzt erstmal keine Fragen. Großartig. Ein kurzes Interview, aber Dankeschön nochmal und einen schönen Abend. Dankeschön. Ja? Vielen Dank euch auch. Der Abend ist zu Ende. Die Lichter gehen aus. Und bevor wir endgültig nach Hause gehen, kann ich unseren YouTube-Freunden sagen, haut die Kommentare in das Feld und schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Ja, und das war's. Tschüss. Bye, bye.